Ja, hi Schwammsteckerfreunde, ich bin's, der Mario. Ja, heute exklusiv VW Touareg 2018 V6 TDI 286 PS. Geht los ab 60.675 Euro. Vorab nochmal vielen Dank ans Autohaus Weber in Leonberg, an den Herrn Steinhauer. Klasse Typ, geht mal vorbei, sagt einen Gruß, der hat mir das Fahrzeug gegeben. Hier haben wir die sportliche Variante Airline-Ausstattung. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir ganz schnell ab nach hinten. Zum Heckcheck, bis gleich. Kommen wir zum Heckcheck. Fangen wir mal gleich mit den Scheiben an. 425 Euro kriege ich dafür dann rundum getönte Scheiben hinten. Ja, was wir Serie haben, sind LED-Rücklichter. Die sind serienmäßig mit an Bord. Was man für 800 Euro ordern kann. Und das finde ich ein bisschen schade für so ein riesen Auto, sollte das serienmäßig dabei sein. Die Parksensoren vorne und hinten. Nimmt man 1.350 Euro in die Hand, dann haben wir den Parkassistent, der praktisch rückwärts rechts einparkt, rückwärts links, quer einparkt und auch längs aus parkt. Und wir haben in dem Fall die Kamera mit an Bord, ja, die sich normalerweise typisch VW ja eigentlich einfährt, sich dahinter verbirgt, aber der ist diesmal fest. Also wird es ein wenig schmutzig. Okay, wie ihr seht, wenn man mal ein bisschen nach hinten geht, in die Breite nochmal, wir haben die sogenannte Airline-Ausstattung. Das ist ein bisschen die sportliche Ausstattung. Das heißt, wir haben rechts und links jeweils verchromt. Und das ganze Fahrzeug ist, wo das Kunststoff ist, ist alles lackiert. Und zwar auch die Radhäuser, wenn du mal auf Seite gehst hier. Das hier wäre normalerweise alles Kunststoff. Und es ist in dem Fall auch in der Wagenfarbe lackiert. Die Parksensoren leider nicht, die sind matt. Ja, und dieses Paket kostet, wenn man es kauft, 3.300 Euro. Und das zieht sich dann aber auch noch durch im kompletten Fahrzeug. Da kommen wir noch später dazu. Machen wir mal auf. Elektrische Heckklappe kostet 560 Euro. Und die ist dann auch mit Servoschließung mit dabei. Und wir hoffen, das probieren wir geschwind. Boah. Ganz einfach, sauber. Geht sie wieder nach oben. Ist auch dieser Schutz dabei, falls sich da jemand einklemmt, ein Kind etc. oder was weiß ich was. Ne? Ja, machen wir kurz Kofferraumvolumen. Wir haben hier in dem Fall 810 Liter Ladevolumen. Geht schon ordentlich was rein. Wir haben zwischen 460, 70 bis 800 Liter Zuladung, Zuladung. Das Fahrzeug wiegen tut knapp über 2 Tonnen, glaube 2050 Kilo. Und wenn wir bei der Kilo sind, und das finde ich halt schon echt brachial, der darf 3,5 Tonnen ziehen. Und da kann schon ordentlich was hinten dran hängen, ohne dass der das großartig merkt. Ja? Wenn wir umklappen, da haben wir in dem Fall hier die sogenannte Fernanriegelung. Und die ist im Airline-Paket mit dabei. So, da brauche ich bloß links ziehen. Zack, dann seht man, wie es einfach unten nach vorne klappt. Rechts ziehen. So, und dann machen wir bloß hier das Thema rausmachen. Ich klappe es jetzt mal einfach nur hoch. Ja, und dann sehen wir hier schon, dann haben wir 1800 Liter Ladevolumen und das finde ich ist schon ordentlich. Ja. Apropos Ladevolumen oder Volumen, Tankinhalt haben wir serienmäßig 75 Liter. Man kann für 105 Euro, wenn man möchte, auf 90 Liter aufstocken und dann haben wir auch noch einen größeren Tank bzw. 24 Liter AdBlue mit an Bord, weil die brauchen wir für, dass wir nach Stuttgart reinfahren dürfen. Euro 6 noch mindestens. Ja. Was haben wir noch? Doppelten Boden. Wir haben in dem Fall ein Notersatzrad mit dabei, gewichtssparend. Ja, das sehen wir daran hier, dass das halt nur so wie so eine Art, das ist halt nur Gummi, ja. Und auf der Felge drauf. Und dann Sportwerkzeug mit dazu, Kompressor noch mit dazu. Und ansonsten ist halt noch von der, die Anlage Dynaudio, was wir hier optional mit knapp 1600 Euro mit an Bord haben. Subwoofer nimmt Platz weg, aber hört sich mega klasse an, weit über 700 Watt Leistung. Da kommt schon ordentlich was raus. Ja, dann haben wir noch Verzurösen mit dabei, serienmäßig. Hier kann man noch was einhängen, einfach runterdrücken. Dann kann man hier eine Tesla einhaken. Wir haben komplett LED-Technik. Das heißt, Licht links, Licht rechts. Und wenn du dann mal mit mir den Platz tausch, kurzes Malheur, uns ging die Kamera aus, machen wir jetzt noch einmal. Ja, 1300 Euro kostet die optionale Anhängerkupplung. Die ist dann komplett elektrisch. Dann haben wir hier noch eine 12-Volt-Steckdose. Jetzt machen wir sie mal raus, wie ich sage. Jawohl, Achtung. Zack, da kommt sie. Und es dauert eine Weile. Jetzt zieht sie sich fest. Boop, Thema erledigt. Und dann können wir da die 3,5 Tonnen ranhängen. Ja, was wir noch mit an Bord haben, das ist das
optionale Luftfahrwerk für 2850 Euro. Und da können wir dann auch zum Beladen das Fahrzeug absenken, wenn wir möchten. Also lange drauf bleiben, dann geht es runter. Ne, zack, und wieder drauf. Zack, und dann geht er wieder hoch. Also das funktioniert. Natürlich dann nur, wie gesagt, mit 2850 Euro. Und dann passen aber auch nur bei dem Luftfahrwerk die 21 Zoll Felgen hier mit drauf, die 3050 Euro kosten, kommen aber nachher nochmal dazu. Ja, ach, habe ich ganz vergessen, Reserverad kostet 250 Euro, so wie das da drin liegt, wenn man das haben möchte. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, jetzt gehen wir ganz schnell vor. Zur Rücksitzbank, da gibt es auch viele schöne Details. Bis gleich. Kommen wir zur Rücksitzbank, zum Türöffnen, ich sag mal typisch VW. Schönen Griff, sage ich mal, zum Ziehen, dass wir wirklich ein bisschen Power haben. Wir haben hier in dem Fall Keyless Entry, ne? Rundum. Zack, aufschließen und rein. Ich habe den Schlüssel in der Tasche. So. Ja, also ich muss schon sagen, wenn man schon einsteigt, hat man eigentlich schon enorm Platz. Ja. Ich rutsche dann gleich mal durch. Wenn du mal an der Tür bleibst, dieses Alu-Dekor, das gehört zu der Ausstattungslinie Airline. Und in Verbindung mit Lederpaket Savannah und mit den Ergo-Komfortsitzen müsst ihr 5 Meter auf den Tisch legen. Dann ist schon wirklich viel dabei. Kommen wir noch vorne dazu, da ist dann noch Alu-Umrandung mit dabei. Leder-Mittelkonsole hier zum Beispiel, Leder. Und hier hinten in der Mittelkonsole zum Umklappen. Das ist dann alles bei der Ausstattungsvariante Savannah Airline mit dabei. Wie gesagt, 5000 Euro. 1650 Euro. Das mega, muss ich sagen, Panoramadach. Das ist wirklich riesig. Das braucht das Auto auch, aber auch, weil wir schon eine enorme Fläche haben. Ja, man kann die Lehne verstellen, wenn man möchte. Hier unten ist, wenn du da runter gehst, sieht man es, kann man hier die Neigung verstellen, wenn man ein bisschen gesunder sitzen möchte und nicht ganz so gesund, mehr gechillt für lange Strecken, machen wir sie ganz nach hinten. So kann ich dann auch noch ein bisschen den Ladevolumen variieren. Die Umklappvarianten sind serienmäßig mit dabei. Dann natürlich, wenn du schon da unten bist, haben wir ja Kinder Isofix mit an Bord. Von der Fläche her, muss ich sagen, haben wir schon genügend, also wirklich gut. Also ich bin 1,80. Ja, so direkt zum Himmel habe ich nicht mehr so viel, aber durchs Panoramadach habe ich doch noch mehr Kopffreiheit. Ja? Ohne Panoramadach, ja, 7-8 cm. Ich bin gerade gefahren, 1,80. Platz reicht völlig aus. Füße in der Höhe habe ich natürlich auch wirklich viel Platz. Ja, und wenn man es hier sieht, diese Ambientebeleuchtung, da werden wir auch noch ein extra Video machen. Das sieht schon echt mega aus, gell? Wenn man da so hinguckt. Ja, dann haben wir noch, was ich einen Kritikpunkt finde, das VW 600 Euro, wenn ich gerade drauf komme, Seitenairbags hinten. Finde ich schade, dass man Sicherheit bezahlen muss. Ich finde, die für 600 Euro könnte man noch irgendwo reinstecken. Da kostet halt 61.000. Aber dann haben wir die Sicherheit mit an Bord. Meine Meinung. Was wir hier noch extra haben für 770 Euro ist 4-Zonen-Klimaautomatik. 2-Zonen-Klimaautomatik haben wir Serie. Und hier noch für den Heckbereich ist das dann natürlich mit dabei. Und da kann ich dann hier, da müssen wir schön das Fahrzeug anmachen. So, können wir alles schön verstellen. Ja. So, und dann können wir hier, machen wir das mal runter und dann ist aus. Wir können hier Sitzheizung haben wir mit dabei, die noch einmal ein bisschen mehr als 700 Euro kostet. Dann haben wir aber alle 4 Sitze mit Sitzheizung, außer der mittlere Sitz hier. Der hat keine Sitzheizung. Ja, ansonsten haben wir das voll klimatisiert dann. Ja, jetzt würde ich sagen, von dem schönen Komfortsitz. Oh, was haben wir hier noch? Ah, guckt, klasse, fällt mir gerade ein. Hier, 230 Volt Steckdose, maximal 150 Watt, finde ich natürlich auch cool. Ja, 2 USB-Anschlüsse und einmal Zigarettenanzünder, sprich wir haben ein Raucherpaket mit dabei. Das sehen wir auch noch vorne mit dem Aschenbecher. Also, für die Mediatechnik ist gesorgt. Jetzt gehen wir vor zum Frontcheck, zum Armaturencheck. Bis gleich. Kommen wir zum Armaturenbrettcheck, zum Frontcheck. Ich finde, einen sehr netten Schlüssel haben sie gemacht. Sieht sehr elegant aus, nicht zu groß, nicht zu klein. Hier haben wir noch einen extra Schlüssel für unsere optionale Standheizung, die mit an Bord ist. Also das Ding hier ist fast volle Hütte. Ja, nochmal schön zur Lederausstattung Savona. Die kostet ja 5.000 Euro. Ansonsten kostet sie 4.650. Bei 5.000 ist dann natürlich hier das R mit reingesteppt und diese Carbon-Optik. Es sieht schon sehr, sehr edel aus. In Verbindung mit den Ergo-Komfortsitzen, die Massagefunktion haben, die Sitzheizung, Sitzlüftung haben,
Die Beinauflage ist verstellbar, das geht alles hier über das System, wenn du mal kurz ranguckst mit Gestiksteuerung. Wir haben hier natürlich das Innovation an Bord, das High-End. Achtung, zack, merkst wie es nach vorne geht. Ja, also schon toll gemacht, auch das Innovation, wie das in einem Fluss hier rüber geht mit dem Virtual Display, habe ich gesagt, 3.500 Euro müsst ihr dafür in die Hand nehmen. Ansonsten ist Discovery Pro serienmäßig mit dabei, der kleine. Und dann gibt es noch das Premium, das ist dann ein bisschen größer. Und dann hier das Innovation High End. Da machen wir aber auch nochmal ein extra Video dazu, was das Ding alles kann. Sonst staut unser Video hier 2 Stunden und das brauchen wir nicht. Wir wollen von allem ein bisschen was haben. Ja, zu Airline gehört verchromtes Lenkrad. Lederlenkrad, Schaltwippen ist Serie. Allerdings haben wir hier noch dann Lenkradheizung mit an Bord dabei. Ja, hier haben wir außen die Schaltwippen. Zum Thema Schaltwippen, wir haben eine 8-Gang-Wandlerautomatik. Gibt auch nur das zu dem V6 mit 286 PS und 4Motion. Ja, Sitzposition ist wirklich mega. Wir haben natürlich ein verstellbares Lenkrad. Wir haben hier noch mit Ergo-Komfortsitze muss man das Memory-Paket dazu nehmen. Wir haben für das normale Memory-Paket, da haben wir auf der Fahrerseite mit 3 verschiedenen Einspeichermöglichkeiten, Beifahrerseite nicht, da müssten wir Premium nehmen. Dann hätten wir beide Seiten mit Speicherplätzen. Ja, wie gesagt, auch zum Display etc., da kommen wir noch extra. Wir haben links hier die ganzen Assistenzsysteme, da sind zig an Bord, da machen wir auch nochmal ein extra Assistenzvideo und fahren auch dazu. Und rechts haben wir hier natürlich, wenn man so guckt, die ganzen Menümöglichkeiten, Nachtsicht, Head-Up-Display, 1300 Euro ist mit an Bord, Fahrdaten, dann gehe ich auf Fahrdaten, drücke OK. Ah, ich kann hier alles wirklich auswählen. Wirklich sehr schick und sehr edel gemacht, auch mit dem Grün. Ja, wie gesagt, Sitzposition super, habe hier noch die Fernentriegelung für den Kofferraum, elektrische Fensterheber sind alles, alle 4 Serie an Bord, es gibt auch noch Rollos, wenn man das möchte. Ja, wie gesagt, 8 Stufen Automatik, elektrische Handbremse, Start- und Stopp-Engine-Knopf. Wir haben in dem Fall, das könnt ihr auch, euch auch mal merken für die Zukunft, diese Hold-Position lang halten, also wirklich lang draufbleiben, wenn zum Beispiel der Fahrer ohnmächtig wird, halte diesen Knopf gedrückt, dann wird das Fahrzeug automatisch runtergebremst bis auf den Stillstand. Dann haben wir hier laut leise, sehr, sehr edel gemacht, fühlt sich auch wirklich gut an. Dann haben wir hier unsere Fahrprofilmodien, die sind Serie, außer Offroad-Mode, der kostet extra, der ist hier dabei, weil hier auch noch das Offroad-Paket mit dabei ist und der dann automatisch den größeren Tank mit dabei hat, wenn man das Paket Offroad-Mode nutzt. Dann brauchen wir die 105 Euro von hinten nicht bezahlen, was ich erwähnt hatte. Ja, Raucherpaket, man kann hier 2 große Flaschen abstellen. Wir haben noch hier induktives Laden mit Antennenverstärkung mit dabei. Und USB-Anschluss, Zigarettenanzünder hier drin nochmal. Und Mittelarmlehne, nenne ich mal, die ist wie gesagt beim Airline-Paket mit dabei und auch beledert. Wie gesagt, wir haben hier noch USB-Anschluss, ist dann auch beleuchtet. Die ist ein bisschen klein dafür, dass wir so eine Monster, so Monster-Tunnel haben, ja, ist hier drin nicht wirklich viel Platz. Da gibt es andere Autos, da kann ich einen kompletten Arm runterstecken, wenn ihr mehrere Videos gesehen habt, ich mache da jetzt keine andere Werbung, dann geht das Ding bis komplett runter, ja. Hallo? Diesmal nichts mit verstecken. Okay, wir können hier, wie gesagt, Sitzlüftung einstellen und es war wirklich alles toll gemacht. Oder Sitzheizung, Temperatur, brauche bloß so rumwischen. Also die Gestik ist schon toll, drücke ich hier drauf. Ja, da kommen die ganzen Fahrzeugdaten etc. Radio, Telefon, Fahrmodus, da kann ich das alles so individuell einstellen, wie ich möchte. Gehe ich wieder zurück, komme ich zur Navigation und Radio. Die Punkte kann ich mir aber einzeln selber darstellen, wie ich möchte. Mache ich meine Gestik wieder an, dann kommt zum Beispiel hier oben, dann seht ihr, zack, Menü. Und kann dann hier noch einmal, wie typisch VW gewohnt, bei den größeren Modellen hier alles noch mal durchgehen, was ich habe. Aber wie gesagt, da machen wir ein extra Video von. Okay, ja, wir gehen noch runter zum Handschuhfach. Abschließbar, das finde ich super. Es ist auch gekühlt. Wirklich riesig ist es nicht, reicht aber aus. Dann haben wir hier oben noch ein kleines Fach. Okay. Ja, dann können wir noch ein Airbag abschalten. Jo, und ansonsten, wir haben noch den schwarzen Himmel. Der ist bei Airline serienmäßig an Bord. Wenn man den extra möchte, muss man es auch extra bezahlen. Ja, und ansonsten von der Materialmodus muss man wirklich gestehen, top. Also wirklich sehr toll verarbeitet, tolle Materialien, sehr, sehr edel. Zum Preis, was das Fahrzeug nachher kostet, kommen wir im Fazit dazu. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab zum Frontcheck, zum Achscheck, zum Motorcheck. Bis gleich. Suzuka Dark Graphite, 21 Zoll, Schlappen, serienmäßig sind 18 Zoll,
Wie gesagt, der 21 Zoll optional, 3050 Euro. Also kostet mal richtig Asche. Die brauchen wir aber, weil, hallo, da drin ist so viel Platz, wenn man hochlassen, dank dem Luftfahrwerk, da müssen die dazu. Ja? Okay, aber ansonsten, wie gesagt, wir haben ForMotion an Bord, das kennen wir ja schon, typisch VW Allrad. Ach ja, was wir dabei haben, ist die Allrad-Lenkung. Die ist neu, die gab es vorher nicht beim Touareg. IQ, LED-Matrixlichter, 1870 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Normale LED-Scheinwerfer sind Serie, 180 Euro kostet noch die Scheinwerferreinigungsanlage extra. Das Licht ist wirklich der Oberklopfer, das leuchtet alles aus, rechts, links, der Vordermann kann eigentlich Lichter ausmachen. schon brutal, mit Fernlichtassistent mit an Bord, taghell, ja, also echt. Aber dafür müsst ihr halt knapp 2000 Mille in die Hand nehmen für dieses tolle Licht. Ja, wir haben die Airline, man sieht viel Chrom. Es gibt dann auch noch so ein genanntes Dark-Paket. Dann ist das Chrom alles schwarz, außer der Rand hier unten. Dann wird er noch ein bisschen sportlicher, denke, das passt dann auch eher zum Airline, weil wir eher auf der, ich sag mal, auch mit der eleganten Form unterwegs sind, mit dem vielen Chrom mit Airline und deswegen das Dark-Paket vielleicht nochmal einen Ticken sportlicher. Ja, Sensoren noch einmal, 800 Euro, wie gesagt. Ja, was mir oder uns schon aufgefallen ist, oder hier, dass man hier, finde ich schade, ein bisschen die Lichter sieht, die Schrauben zum, ja, siehst du das hier? Ich weiß nicht, warum das nicht zugemacht worden ist, wird wahrscheinlich seinen Grund haben, aber zu der schicken Front hätte man das auch zumachen können. Ja, das ist die Nachtsichtkamera, was wir mit an Bord haben, die bis 300 Meter nach vorne geht und alles erkennt, ob Tiere, Menschen, Kinder, was weiß ich. Und wir haben hier noch einen Sensor, den finde ich aber nicht schön verbaut. Aber ansonsten ist es natürlich eine tolle Front, sehr edel. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir über zu dem Kraftpaket Motorraum. Bis gleich. Kommen wir zum Motorcheck. 3 Liter V6 Common Rail Diesel Abgas Turbolader haben wir. 600 Newtonmeter, 286 PS bzw. 210 kW. 3 Liter, ja, hatten wir schon. Renn 235. Ja, mit der Größe von Fahrzeug, wie gesagt, wir gehen von 4,87 bis 5 Meter von der Größe her. Das ist schon ordentlich, ja. Je nach Ausstattungspaket, außen, exterior, hat er unterschiedliche Größen. Ja, noch schön zu der Form. Wenn man, also was VW ja gemacht hat mit dem Touareg neu, die haben das Dach ein bisschen abgesenkt, haben ein bisschen dynamischer gemacht. Finde, das sieht man auch, wenn du nochmal so ein bisschen schräg in die Ganze gehst. Außer wenn jetzt so hochgebockt ist wie bei uns. ist wirklich sehr dynamisch geworden. Ja, kurz zu dem Thema. Hier, tunerfreundlich, Steuergerät. Yay, yeah. Können wir noch ein bisschen Leistung rausholen, wenn wir es wollen, wenn einem die 286 PS nicht reichen. Ja, aktive Fußgängerschutz haben wir natürlich, den brauchen wir. Sieht man hier. Dann natürlich, um Wischwasser einzufügen, ganz einfach zum Erreichen, wirklich toll, für jedermann möglich. Wir haben natürlich Haubenlifter, ha, juhu, und wir haben eine relativ leichte, nicht wie damals beim RS4 auch, gell? Ey, übelst schweres Teil. Und die ist ja richtig, der ist ja schon richtig ein Leichtgewicht hier, muss ich gestehen. Ja, was haben wir noch? Das ist, habe ich so noch nicht gesehen. Ich nenne das mal einen Kinderschutz. Also so kann man hier gar nicht drin, ja, das Kühlwasser, nur wenn man reindrückt, dann kann man das drehen. Ansonsten, wenn es draußen ist, zack, kann ich ja gar nichts bewegen. Ja? Also, schöne Sicherung. Dann haben wir hier noch zum Überbrücken, wenn man möchte, müssen wir hier aufklappen, jeweils in den 12 Volt Anschluss, Plus und hier an der Karosserie Minus. Ja, sonst sieht man nicht viel, müssten wir alles runter machen. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Komfort überfahren, weil es ist heiß. Wir haben über 34 Grad heute, deswegen gehen wir ab in den gekühlten Raum zum Fahrcheck. So, Checker-Freunde. Fahren wir Touareg und wenn wir gleich mal aufs Display gucken hier, das ist schon echt krank scharf. Also wir haben hier Eco, ja, so, also Snow ist ja eins rübergekauft, ja, Eco, Komfort, Normal, Sport, dann können wir uns das individuell zusammenstellen, wenn wir Bock, Lust und Laune haben, Offroad, das erscheint mit dem Offroad-Mode, ja, schon ein geiles Bild, gell? Ja. Und dann Snow, gemacht. Schon klasse. Ich bin für Eco. Ja, genau. Also Checker-like, Sport. Wir haben ganz tief gelegt, das sieht man auch. So, machen wir unser View an. Zack. Das ist auch cool, das kann man klein und groß machen, wenn man das sieht. So, ja, dann hat man so alles nur noch digital und das große Informationssystem in der Mitte. Und dann kann man jetzt zum Beispiel auf Navigation gehen. Und dann hat man beides
groß, wenn man es braucht. Ja? Und ansonsten auf View gehen, dann ist das klein in der Mitte. Und ja, aber theoretisch kann man da was anderes dazu tun. Aber so. Meinst du, so drückt er schon gut, ne? Da kann ich nichts sagen, ne? Für 2,1 Tonnen fast, ja. Ja, definitiv. Ja, und man merkt auch, er wankt nicht so arg. Aber was ich festgestellt habe, ist, der Bremsdruck könnte für mich ein Ticken stärker sein. Aber man merkt halt auch, man hat hier zur Kurve, eine Menge Neigung hat er, aber geht. Oh, er drückt schon hoch, gell? Da vorne kommt übrigens gleich die Kurve, wo ich Angst hatte. Bremsen wir mal. Oh, da klackelt es ein bisschen. Nee, super. Jetzt gehen wir mal hoch. Er braucht kurz, ne? Merkst du es? Und jetzt ist er auch, oh ja, und jetzt. Zack, 100. Ja, reicht völlig aus. Also, ich meine, das Ding wiegt über 2 Tonnen, ja. Aber der Druckpunkt ist gut. Die Automatik schaltet recht flott. Und ja, schönes Head-Up-Display. Natürlich kann man sich voll auf die Straße konzentrieren. Was ich vermisse, ist eine 360-Grad-Kamera. Haben wir keine. Nee, fährt sich gut. Er wankt ein bisschen. Das ist klar, das Gewicht kann man nicht wegschmuggeln. Ja. Aber sonst ist es sehr komfortabel. Also, wenn man den hoch macht, dann gehen wir mal hier hoch. Zack, das sehen wir jetzt hier am Display. Okay, so, da sind wir zu schnell. Ein bisschen was macht er hoch während dem Fahren. Und jetzt merkt man gleich, dass er mehr in den Komfort übergeht. Gell? Und die Bodenwellen etc. wirklich entspannt mitnimmt. Und ja, der Lenkassistent ist auch mit dabei. Spurhalter Assist, Lane Assist, Front Assist ist serienmäßig mit an Bord. Ja, das brauchen wir nicht extra kaufen. Finde ich gut. Der erkennt bis 30 km/h. Vorne rechts, links, wenn ich irgendwo rausfahre, ob was ist. Ja, hast du gehört? Das war jetzt der Front Assist. Der hat uns gesagt, vorne, Achtung, links, da kommt jemand. Cool, ne? Gut, ja. Vor allem mit Anzeige und. Ja, war gut, ja. Ja, nee, fährt sich gut. Jo, zieh ich noch raus von mir, jawohl. So. Ja, schon sehr. Auch das Lenkrad liegt gut in der Hand. So, jetzt gehe ich hier mit den Pedals mal runter. Jetzt sind wir im M-Modus. Ah, nimmt es sogar relativ zügig an, gell? Auf den Pedals. Ne? Rundumsicht geht auch, muss ich gestehen, die C-Säule hin, dadurch, dass immer das Fenster mit dabei ist, oder kann man fast D-Säule sogar sagen, da ist ja zwischendrin nochmal eine, ne? ist okay, aber wir haben ja Bractonic optional dabei, was ich ein bisschen schade finde, dass es eine Serie ist. Ansonsten, also so 3 hat er schon guten Druckpunkt, ne? Ne, fährt sich echt. Man kann auch richtig schnell bewegen, aber ansonsten hat er wirklich sehr viel Komfort. Man fühlt sich immer sicher. Abgeflachtes Lenkrad, auch sportlich. Ne? Nö, liegt alles sehr gut in der Hand. Rechts mit dem Spiegel. Gut, wunderbar. Ja. Er ist nett, weil das Thema hatten wir schon mal, ob er zu weit vorne ist. Gell? Ja. Nö, also ich sehe, ich brauche mich nicht irgendwie groß verwinkeln, also ich sehe gut rein. Ja, einwandfrei. Dann passt es super. Passt gut, ja. Ja, also Fahrerwechsel, bis gleich. Checker, Freunde, Fahrerwechsel. Was wir festgestellt haben, ist, wir haben die elektronische Handbremse. Löst sich automatisch beim Losfahren, beziehungsweise geht automatisch an, wenn man die Tür öffnet. Ne? Ja. Und uns ist warm, weil wir keine Klima anhaben, wegen dem Bläses, und hört man uns nicht. Was wir auch festgestellt haben, ist Lenkrad, das seht ihr jetzt auf der Kamera nicht. Geht gar nicht weiter hoch, höher. Also man steht hier dann auch an, hier ist die Spindel. Ja. Das heißt, wenn man größer ist wie 1,90, wird schon relativ, also wird es schwierig mit dem Lenkrad, sag mal. Wenn jemand gerne aufrechts Lenkrad nah hochfährt, geht nicht. Und hier sind die Beine schon. Also das ist ein bisschen ein Manko auf jeden Fall. Was man sagen muss, wie Mario schon erwähnt hat, wir haben unten rum auf jeden Fall ein kurzes Turboloch. Das heißt, das dauert so kurz eine Sekunde, bis, ja, der braucht er geschwind, bis, ja, da ist. Wenn er da ist, dann ist dann er, drückt er schon gut. Gut. Ja, du als Tuner sagst schon, da geht noch mehr. Ja, klar. Was wir festgestellt haben schon außen ist, wenn wir richtig gesehen haben, dass wir eine 6-Kolben-Bremsanlage drin haben. Ja, die Bremsanlage ist gut. Also ja, ich finde, die arbeitet. Wenn es auf Zug ist, aber zu gut. Arbeitet zu gut. Mit dem Turboloch finde ich ein bisschen ein Manko. Das stört dich so ein bisschen. Du fährst aus einer Kurve raus, braucht da Gas, und es fehlt kurz, bis er Druck macht. Ja? Und wenn er Druck macht, dann zieht er gut. Ja, dann ist es sehr gut. Auch Windgeräusche ist sehr angenehm. Ja, Bremse ist perfekt. Gut. Also die Schritte ist
Gewicht perfekt ausgedeckt. Wandelautomatik schält relativ oder schält sehr schnell. Ja. In meinen Augen. Was ich persönlich finde, wenn man es mit früher vergleicht, man merkt nicht direkt, dass hier ein Luftfahrwerk verbaut ist. Also er ist schon relativ straff. Ja. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Stau. Hä? Ja, können wir gleich Bremsen testen. So, ja, das macht er nicht hoch. Ne, Luftfahrwerk macht er nicht. Nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit. Aber das Touch funktioniert schon mega. Und wenn man hier die Belüftung jetzt mal anguckt, schon mega. Optisch haben sie es richtig gut gemacht. Krasse Geschichte. Und sie verwenden ja definitiv hochwertige Materialien. Ja. Ja, das ist schon wirklich alles wirklich toll verarbeitet. Man kriegt hier auch wirklich 1,5 Liter Flaschen rein, muss ich gestehen. Also da ist schon wirklich Platz hier seitlich. Es knarzt nichts, das Ding bewegt sich kaum, außer unser Mikro bleibt. Ja, ist cool. Zu warm. Ja, ist schon wirklich warm. Ne? Auch richtig schön ist das Schiebedach, finde ich. Muss ich ehrlich sagen. Panoramadach, Panorama-Schiebedach. Mega, mega. Gut, also das haben sie echt gut gemacht. Über die ganze Front gezogen, bis ganz nach hinten hin. Das vorn, das ist richtig gut. Ja. Nicht so ein halblebiges Ding, was wir im A8 hatten oder so, gell? Oder im A7? Ja, im A8 und am A7. Oder in beiden war es nicht wirklich rigoros oder nicht wirklich gut und groß. Ja, aber sonst, ich kann mir die Seitenneigung vom Sitze noch selber einstellen, also der Seitenhalt noch einstellen, ich kann mal nur Dose einstellen, ich kann es massieren lassen. Also ich brauche bloß auf den Knopf drücken hier in der Mitte, zuck, zack, und schon geht meine Massage hier los. Ja, also das machen wir noch explizit im Technikvideo. Was man von der Lenkung her sagen muss, ich weiß nicht, in welchem Mode fahren wir jetzt gerade. Wir sind im Sport. Okay, also die Lenkung finde ich jetzt nicht so perfekt, aber das kommt natürlich auch durch das Gewicht. Also er reagiert ein bisschen verzögert. Ja, das ist durch die Trägheit. Genau, das ist eindeutig die Trägheit. Man kennt es ja bei den Sportwagen, sage ich mal ganz vorsichtig, oder bei den Mittelklasse-Limousinen oder Limousinen, die einfach sauber Linie fahren. Bei ihm ist man schon ein bisschen so, okay, er muss kurz, aber das sind auch über 2 Tonnen. Das ist, das kann man nicht verübeln. Ja. Ist auch ja auf Fahrkomfort ausgelegt, das Fahrzeug. Auf Langstrecke, auf Sachen ziehen. Ne, schön. Bedient das Armaturenbrett, finde ich auch. Das haben sie richtig gut gemacht. Mit den Ziernähte, gell? Ja. Die sind auch wieder dabei. Sieht schon das richtig Alu im Airline ist es auch gebürstet mit dabei. Was heißt gebürstet? Also leicht schraffiert, sage ich mal. Die Pedalen im Alu bei Airline sind gebürstet. Ja. Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Gehen wir ab zum Fazit. Fazit, genau. Bis gleich. Ciao. Ciao. Kommen wir zum Fazit. Was soll man auf dem Niveau sagen? Letzte Woche hatten wir noch den Dacia Duster. Ja, da musste ich komplett downloaden. Ja. Und jetzt hast du hier dieses, ich sag mal, High-End Offroad-Fahrzeug, SUV. Und ja, man muss schon sagen, schon ein tolles Auto geworden. Innovative Technik mit diesem Innovation Cockpit, also alles Touch und funktioniert gut, sehr gut verarbeitet. Hohen Fahrkomfort, okay. Wir haben da schon ein leichtes Turboloch oder dieser Sensor da vorne. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir jetzt sehen, wo vielleicht ein anderer wahrscheinlich gar nicht interessiert. Ja? Aber das macht einfach den Unterschied so manchmal zu den Fahrzeugen, zu den Mitbewerbern wie Q7, X5, vielleicht auch ein Ford Edge oder ein Porsche Cayenne. Ja? Diese Liga, wo er mitspielen möchte und ich finde, das auch tut, was zumindest die Qualität angeht, was die Ausstattung mittlerweile angeht, ist echt also innovativ, ja, und funktioniert einwandfrei. Man muss sich ein bisschen reinfinden, aber dann funktioniert es wirklich gut. Ja, nochmal schön vielen Dank natürlich ans Autohaus Weber, an Sebastian Steinhauer, den kenne ich schon eine Weile. Ganz toller Typ, geht mal bei dem vorbei in Leonberg, sagt einen Gruß von den Schwabencheckern. Wir werden noch einen Code einbauen, wenn er denn dann dort im Autohaus abgibt oder in den anderen Autohäusern vom Autohaus Weber. Gibt es eine Überraschung? Ja, ist mir gerade so eingefallen, das machen wir einfach, so als Dankeschön. Ja, versicherungstechnisch SF10, das sind 36%, liegen wir über 1200 Euro. SF20, 27% sind wir bei knapp unter 1000 Euro, und zwar 900. Und SF25, das sind 25%, sind wir bei knapp über 800 Euro Vollkasko im Jahr mit SB500 und 150 mit 10.000 Kilometer im Jahr. Ja, ist ja natürlich ein großes Auto, kostet ein bisschen Geld. Und
Preislich, wie gesagt, fängt er an bei 650 Euro. Wollte ich sagen, 60.675 Euro. Wäre fast das Schnäppchen gewesen für uns Schwaben, gell? Und liegt hier bei fast mit dieser Ausstattung bei 107.000 Euro. Aktuell zu haben für 96.000, 1.500 Kilometer auf der Uhr. Also schon mal 10.000 Euro weniger. Aber es ist schon eine Hausnummer, was dieses Fahrzeug kostet. Das kosten die anderen mit Sicherheit auch. Es steckt halt auch viel Technik drin. Man legt fast 46.000 Euro Sonderausstattung. Ne? Ist schon Wahnsinn. Aber es lohnt sich. Viel tolle Technik, sie funktioniert. Ich bin echt sehr positiv überrascht, auch vom Platz, von der Verarbeitung. Sehr angenehmes Fahrzeug und er kann wirklich mächtig viel ziehen. Ja, guter Motor, ganz klar. Nee, vielen Dank, das war's. Der Schwabenchecker geht jetzt irgendwo ins Freibad. Und du auch, oder? Bis bald, ciao. Ja, danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiter verfolgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr